Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Eine Tiefbohranlage muss sehr schwere Lasten heben und senken. So ein Bohrstrang wiegt unter Umständen einige hundert Tonnen. Und das wird gemacht mit einem Hebewerk und normalerweise bei den meisten Bohrtürmen mit einem sogenannten Flaschenzughebewerk. Und heute wollen wir mal sehen, wie so ein Flaschenzughebewerk funktioniert. Bevor wir in die Details des Flaschenzugs gehen, gucken wir uns erstmal eine Umlenkrolle an, an der unten ein Gewicht dran hängt. Dieses Gewicht hier in diesem Beispiel könnte 1 Kilogramm wiegen und 1 Kilogramm erzeugt also eine Gewichtskraft von 10 Newton ungefähr. Und bei einer Umlenkrolle ist es nur so, dass ich dieses Gewicht von 10 Newton hochheben kann, indem ich auch mit 10 Newton an dem Seil ziehe. Und wenn ich 1 Meter weit ziehe, dann geht das Gewicht 1 Meter hoch. Soweit die Umlenkrolle. Wenn wir einen Flaschenzug konstruieren wollen, müssen wir noch ein paar mehr Umlenkrollen dazu nehmen. Zum Beispiel noch 2 zusätzliche, dass wir also 3 Umlenkrollen haben. Und auf dem Flaschenzug hängt das Gewicht auch nicht am freien Ende des Seils, sondern das freie Ende des Seils ist an der Struktur des Bohrturms befestigt und bewegt sich folglich nicht. Deswegen nennen wir das Totseil. Und das Seil, an dem wir ziehen, nennen wir das Zugseil. Und wir sehen hier auf dem Bild, dass jetzt auch noch 2 sogenannte Fahrseile zwischen den Rollen sich befinden. Und das Gewicht hängt nun sozusagen an der unteren Rolle. Und das Interessante an dem Flaschenzug ist nun, dass wir mit derselben Kraft wie vorhin, also wenn wir mit 10 Newton ziehen, dass wir jetzt schon ein Gewicht von 20 Newton nach oben heben können, also das doppelte Gewicht nach oben ziehen wie vorher. Woran liegt denn das? Na gut, wie wir hier auf diesem Bild sehen, teilt sich ja das Gewicht, die Gewichtskraft auf 2 Fahrseile auf und jedes dieser Fahrseile braucht also folglich nur die halbe Gewichtskraft zu bewältigen. In der Physik kriegt man aber nichts geschenkt. Wenn wir mit so einem Flaschenzug jetzt die doppelte Gewichtskraft hochheben können, wie mit einer Umlenkrolle, dann müssen wir uns das erkaufen, indem wir am Zugseil doppelt so weit ziehen. Also wenn wir am Zugseil 2 Meter ziehen, geht das Gewicht nur 1 Meter hoch. Und jetzt können wir den Flaschenzug noch beliebig weiter ausbauen, zum Beispiel noch 2 Rollen dazu nehmen, dann haben wir schon 4 Fahrseile. Der Fachbegriff dafür ist, wir haben eine vierfache Einscherung. Und bei der vierfachen Einscherung teilt sich die Gewichtskraft jetzt schon auf 4 Fahrseile auf. Und das bedeutet, wenn ich wieder mit 10 Newton vorne am Zugseil ziehe, kann ich diesmal sogar schon das vierfache Gewicht nach oben heben. Dafür muss ich aber auch den vierfachen Zugweg am Zugseil zurücklegen. Wenn ich 4 Meter ziehe, geht das Gewicht nur 1 Meter hoch. Das Ganze haben wir mal in einem kleinen Experiment nachgestellt. Unser Gewicht ist diesmal ein Schlüssel, der 250 Gramm wiegt. 250 Gramm ist eine Gewichtskraft von 2,5 Newton. Und am Zugseil werden wir eine Federwaage sehen. Und diese Federwaage ist auch für eine Gewichtskraft von genau 2,5 Newton ausgelegt. Das heißt, bei Vollausschlag zieht sie mit 2,5 Newton. Aber weil wir einen Flaschenzug mit vierfacher Einscherung haben, erwarten wir, dass die Federwaage beim Ziehen sich nur auf etwa 1/4 des Weges ausdehnt. Und genau das sehen wir jetzt hier in diesem Experiment. Wenn wir genau hinsehen, sehen wir, wie sich alle Rollen des Flaschenzugs unterschiedlich schnell drehen. Das heißt, das Seil bewegt sich am Zugende am schnellsten und am Totseilende überhaupt nicht mehr. Und wir sehen an der Federwaage, dass die Federwaage beim Ziehen 1/4 des Weges sich öffnet. Das heißt, genau wie erwartet, ist die Zugkraft nur 1/4 der Gewichtskraft. Wenn wir jetzt mal in einen Bohrturm zurückgucken, da sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da sind die Seilscheiben auf einer Achse nebeneinander angeordnet. Wir haben Seilscheiben oben am Kronenblock und unten am Kranhaken, am Kloben. Und wie wir hier auf diesem Bild sehen, verlaufen die Fahrseile also immer zwischen dem Kronenblock und dem Kloben hin und her. Auf diesem Bild hier sehen wir, dass das Zugseil in einer Hebewerkstrommel endet
Und hier wird eben das Seil entweder mit Maschinenkraft aufgerollt, also eingezogen, oder mit Hilfe einer Bremse, die der Bohrer kontrolliert, gezielt und langsam wieder abgelassen. Und hier auf dem anderen Bild unten sehen wir den Totseilanker. Da sehen wir also, wo das andere Ende des Seils am Bohrturm fixiert worden ist. Ja, und wer das ganz genau wissen will, der kommt in unsere Vorlesung Maschinen und Einrichtungen der Bohrtechnik hier nach Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!